Wir sind zurück mit Aloy und begeben uns dieses Mal zu diesem Brutstätten-Ding. Außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Oh ja. Meridian ist alles, wohin uns unsere Spuren momentan führen. Na, wie gesagt, wir werden wieder mal ein bisschen vom Weg abkommen. Davon war ja auszugehen. Denn diese Brutstätte oder was auch immer das da hinten auf der Map ist, die wirkt für mich besonders interessant. Und deswegen begeben wir uns als erstes dahin. Wir brauchen nach wie vor Hasenknochen, wir brauchen nach wie vor Rattenknochen. Nützlich sein, aber ganz schön bitter. Und wir brauchen nach wie vor Fuchsknochen. Das heißt, wir sollten weiterhin auf kleine Tiere Ausschau halten. Ich habe bis zu dem Weg gehen zurück zur Siedlung, habe ich noch 3 weitere Hasen erledigt, aber alle haben leider nichts fallen gelassen. Und wir sind jetzt, wie Aloy eben schon richtig bemerkt hat, erstmals außerhalb des Heiligen Landes. Was sehr interessant ist, wie ich finde. Wir sollten vorher das Lagerfeuer da rechts mitnehmen, da wir ja zuletzt negative Erfahrungen mit nicht selbstständigen Speicherpunkten gemacht haben. Würde ich da gerne nochmal zwischenspeichern. Waschbär brauchen wir aktuell noch nicht. Brauchten wir tatsächlich für Updates, glaube ich, bislang noch gar nicht. Oder ich habe es schon wieder verdrängt. Okay, da unten ist das Lagerfeuer, zu dem wir wollen. Wett? Komm, das war ein halber Meter. Also bitte, wir sind schon deutlich höhere Schluchten runtergefallen und haben dabei keinen Schaden genommen. Oh, so viel zu. Wir gehen jetzt vorsichtshalber dahin, damit wir einen Schnellspeicherpunkt haben, falls das Spiel wieder nicht automatisch speichert. Auf dem Weg dahin natürlich Zentimeter davor erstmal gestorben. Wer weiß, wo der letzte Speicherpunkt war. Juhu. Da ich das so lange lädt, gehe ich mal davon aus, dass der letzte Speicherpunkt relativ weit weg ist. Oder Spiel? Zeig es mir bitte. Jupp, es ist nämlich am Arsch der Welt. Gut, dass ich extra den kompletten Weg von hierhin bis hierhin offscreen gegangen bin, damit ich keinen Schnellreisekram verschwenden muss. Dann sehen wir einfach mal 2 Schnellreisedinger in Folge. Das ist doch total scheiße. Seit wann sind denn diese Schnellspeicherdinger automatisch nicht mehr da? Das war doch die kompletten ersten 10 Folgen oder so, hat er dauerhaft schnell gespeichert. Automatisch, ohne dass ich irgendwas machen musste und seitdem nicht mehr. Seitdem muss ich wirklich, also ich muss mir jetzt wirklich angewöhnen, an jedem Lagerfeuer, an dem ich vorbeikomme, automatisch selbstständig schnell zu speichern. So. Dauert zwar dann immer ein bisschen, kostet immer ein bisschen Zeit, sorgt aber dafür, dass wir eben beim Tod direkt wieder dahin kommen. Die Welt außerhalb des Heiligen. Ja, das hast du eben schon erzählt. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Meine Markierung ist auch nicht mehr gesetzt. Die Zahlen, die er vernichtet hat. Dann gehen wir eben so nach unten. So, damit sind wir jetzt deutlich tiefer als eben. Und damit ist die Chance auch größer, dass wir hinten lebend ankommen. Und da vorne ist auch der Weg. Wenn wir es irgendwie schaffen, bis zu dem Weg zu kommen, ist alles gut. Weil dann kommen wir ja zwangsläufig beim Schnellspeicherpunkt vorbei. So, da wollen wir nämlich hin. Geh aus dem Weg, Truthahn. Da hinten sind mechanische Truthähne. Bitte seht mich nicht. Ich mag euch nicht, weil ihr immer so laut seid.
Boah, könnte einer von euch mal bitte wieder Knochen fallen lassen und nicht immer nur Howard, das ist doch wohl zum Kotzen. So, vorsichtshalber schnell speichern. Und dann zu unserem Ziel, das wo ist? Da. Wirkt wie eine weitere Brutstätte. Und es ist tatsächlich die Brutstätte Roh. Ich kann mir vorstellen, dass das einen kompletten Part mal wieder füllen wird. Vielleicht sogar mehr. Denn die letzte war schon relativ groß und schwierig und komplex. Jetzt jagen sie mich. Das heißt, sie, ein Viech, jagt dich jetzt. Aber es sind nur normale Wächter, die das Ding bewachen. Alter, was ist denn da nicht so hell? Sonst habt ihr aber nicht so helle Lichter gehabt. Das blendet einen ja auf 200 Kilometer Entfernung. Junge, was ist falsch mit euren Lampen? Alle Lampen sind gerade so extrem krass. Ich glaube, das ist gerade ein kleiner Grafikfehler, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so normal sein soll. Wie gesagt, auch die Lampen da hinten sind so komisch. Hoffentlich ist das, wenn er dann da drin neu lädt, besser. Weil hier selbst die Fackeln sind total überhell. Oh. Und jetzt? Muss ich hier unten rum rein? Jetzt ist da oben dann nur der Ausgang. Wirkt fast so. Etwas Vorrat. Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Dann lass uns mal runter. Ah, er hat neu geladen und schon sind die Lampen wieder okay. Vielen Dank, Spiel. Das war gut, dass du kurz zwischengeladen hast, weil jetzt sind die Lampen hier nicht mehr total blendend hell. Wunderbar. Sonst hätte ich eben schon Angst gehabt, dass ich nochmal schnell irgendwo laden muss. Aber das hat das Spiel von sich aus übernommen. Vielen, vielen Dank. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Oh. Okay. Ich glaube, wir haben einen Eingang gefunden. Denn irgendjemand hat ja auch die Fackeln aufgestellt, definitiv. Und hier geht's auch rein. Die waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Jep, denn wir können überbrücken. Und damit auf in unsere zweite Brutstätte. Meine Brutstätte. Okay, so war es eigentlich nicht geplant, aber so kommen wir auch hoch. Glaube ich zumindest. Nee, kommen wir nicht. Hallo, kannst du bitte loslassen? Okay, hier kommen wir wieder ganz raus. Wir müssen auf jeden Fall oben rumspringen an den Dingern. So, 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 hier rüber, darüber und fallen lassen. Oh. Wieder dieses Rauschen. Da sind wieder die Lüftungen, das heißt, man kann sich wieder verstecken. Okay, es gibt zwei Wege. Obwohl, nee, es gibt wahrscheinlich nur einen Weg. Hier ist nur ein Behälter.
folgen wir mal dem hier. Puh, ich frag mich, was diesmal für ein Endbosskampf wartet, denn der letzte, den haben wir ja nur mit Patrick gewonnen. Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Huhu! Da ist mehr als nur der, den ich hier gesehen habe. Das ist nicht gut. Lauf schnell. Lauf ganz schnell. Ich wollte mir eigentlich Nachschub an Munition kaufen, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Das ist nicht so praktisch. Hoffen wir mal, dass die Schockdinger ausreichen. Okay, du bist ein Elektroviech, das wusste ich nicht. Das heißt, du hast natürlich eine Schockimmunität. Das heißt, wir sollten lieber mit Eisbomben gegen dich arbeiten. Und nimm das! Puh. Alles klar. Dann lass uns mal weiter, Aloy. Ich würde behaupten, das war jetzt nicht der einfachste Kampf. Also ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass der Kampf eigentlich gar nicht mal so beschissen schwer sein soll. Wir aber mal wieder ordentlich mehr Probleme hatten, als man eigentlich haben soll, weil ich mit dem Kampfsystem irgendwie immer noch nicht so hundertprozentig perfekt klarkomme. Verstehe aber, was hier gemacht werden soll. Wir müssen uns wieder an die Dinger hier hangeln. Okay, dann eine Brücke erschaffen. Man kann das hier alles sicherlich auch schaffen, ohne entdeckt zu werden, bis auf den Finalbosskampf. Deswegen sollten wir uns eigentlich unsere ganzen Munition und Co. aufsparen. Aber wir kriegen ja von den besiegten Viechern hier auch Dinge wieder, mit denen wir uns im Idealfall auch wieder neue Munition basteln können. Und so können wir hier zum Beispiel auch ein paar von denen wieder nachbauen. Außerdem haben wir noch eine ganze Menge Kisten, die wir noch ungeöffnet haben. Die wollte ich eigentlich erst öffnen, wenn ich das nächste Mal bei einem Händler bin. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, werde ich aber demnächst dann noch. Okay, so sollte ich durchkommen. Wodurch denn? Erkunde die Brutstätte. Wo kann ich denn lang? Ich würde gerne mal das... die Brutstätte auch gerne als aktive Quest markieren, damit ich weiß, wo ich lang muss. Ah, hier komme ich lang, okay. Okay, ich glaube, so sollte das nicht laufen. Okay, vielleicht sollte es doch so laufen. Ah, da oben komme ich jetzt durch, okay. Ja, dann ärgerlich, dass ich runtergesprungen bin, aber dann eben nochmal neu. Ja, wobei nicht ärgerlich, dass ich runtergesprungen bin, weil ich hätte mich ja hier eh nochmal an die Dinger hangeln müssen. Also sollte im Endeffekt gar keinen so großen Unterschied machen.
Und runter. Irgendwelche Gegner in der Nähe? Nee. Oh Gott. Schaffe ich den Sprung? Oder muss ich mich da... Ich glaube, ich muss mich eher da oben dran hängen. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich deine Richtung irgendwie verändern? Dass du dich in die andere Richtung drehst? Weil wenn nicht, weiß ich nicht, wie ich da durchkommen soll. Weil ich kann immer nur zwei lang jumpen. Der nächste Sprung ist wohl zu weit oder zu weit um die Ecke. Da komme ich dann nicht rum. Aber den Sprung schaffe ich doch niemals. Ich muss es probieren. Okay, ich schaffe es. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich wollte nur nicht riskieren, da runterzufallen. Und dann nochmal den ganzen Weg hochzulaufen. Komm mal her. Hier zur kaputten Lüftung. Nein, nicht dein, du Vollidiot. Kannst dir gar nichts. Okay, da ist einer. Da ist einer. Bin ich denen jetzt erfolgreich ausgewichen? Oder muss ich da unten doch nochmal durch? Ich meine, besiegen sollte ich zwei von denen relativ easy. Das ist nicht das Problem. Die Sache ist halt eher die, ob ich hier auch wirklich lang soll. Aber sieht so aus. Da vorne kann ich mal wieder hacken. Oder überbrücken. Ist für mich hier in jedem Fall fast das Gleiche. Oh, das war wichtig, dass ich den erwischt habe, bevor der Alarm schlägt. Die Maschinen sammeln Blut in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Wie Blut zu erfahren. Die Grundstücke lachen also durch. Das ist mir selbst. Okay, so weit, so gut. Und die Langbeine würde ich mich nur ungern kümmern, bevor ich die Kleinen nicht erledigt habe. Weil wenn die zu viele rumschwirren, ist es auch nicht so toll. Scheinbar habe ich jetzt keine andere Wahl.
Weiter in die Richtung hier kannst du nicht. Backst du da fest oder bist du so einprogrammiert, dass du nicht zu weit in diese Richtung hier gehst? Okay, du bist einfach nur festgepackt, ich verstehe. Das haben die anderen nicht mitbekommen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Viel lauter geht's hier gar nicht. Na gut, umso besser. Ich bin mal wieder ein bisschen stiller, das merkt ihr wahrscheinlich. Weil immer, wenn ich versuche, hier so ein bisschen vorsichtiger vorzugehen, dann will ich eben auch alles an Geräuschen hören, auch wenn hier ziemlich viele laute Hintergrundgeräusche sind. Ihm entgeht nicht viel. Okay, es kommt. Es kommt leider beides. Aber gut, dass ich den Großen hier schon erwischt habe, weil der Kleine uns jetzt gerade eh gesehen hat. Uah, alle weg. Puh. Ich glaube, das Vogelfiech ist runtergeflogen. Ist mir jetzt aber auch egal. Unser Weg zur Mitte ist frei. Das ist alles, was zählt. Wer weiß, was hier kommt, deswegen vorsichtshalber mal eine Deckung öffnen. Hallo? Also. Und dann überbrücken. Können wir da hinten hin? Boah, es hört sich immer so an, als wenn hier 30 Milliarden Viecher rumrennen. Das sind einfach nur die Roboter, die hier was zusammenbauen. Oder war tatsächlich noch ein Gegner? Naja, der hat uns nicht bemerkt. So, ich gehe mal davon aus, wenn das hier schon ist, dass wir auch hier lang müssen. Mit? Ach, komm schon. Und nicht runterfallen, wollte ich eben noch dazu sagen. Kann ich oben rum? Ich glaube, ich kann oben rum. Dann mache ich lieber den Weg. Dann stellt sie sich nicht ganz so doof an, die gute Aloy. Die Sache ist jetzt, den Sprung darüber zu schaffen. Hat funktioniert. Finde den Brutstättenkern, das ist unsere nächste Aufgabe, das ist gut. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Wohin genau? Ich weiß nicht, was du mit Bauch meinst, wenn hier nur Maschinen sind. Ich folge einfach mal den Weg hier. Und hoffe, dass er uns zum richtigen Ende führt. Ich denke mal, ja, das wird unser Ziel sein. Das heißt, wir sind hier schon relativ nah am Ende. Dann wird vermutlich der nächste Endbosskampf gleich anstehen. Und das wird nicht einfach, wenn ich den letzten betrachte.
Da muss ich hin. So. Gegen was kämpfen wir diesmal? Gegen so ein Krokodilsviech? Okay, davon habe ich ja schon einige erledigt. Also eigentlich sollte das nicht ganz so hart werden. Gut, beim letzten Mal konnte ich da ein bisschen tricksen. Mit dem Erledigen. Aber ich glaube, das sollte doch rein theoretisch einfacher werden als dieser Feuerrücken. Oder ich habe mit diesem Feuerrücken einfach nicht kapiert, wie man den besiegen soll. Und deswegen wirkt es auf mich so schwierig. Problem ist, wir haben keine Bomben mehr. Damit haben wir die beim letzten Mal erledigt. Und die haben nur noch... Ach, davon können wir welche nachbauen. Ja. Geht auf jeden Fall besser, was unsere Munitionssituation anbelangt. Vor allem waren das Eisviecher. Ich weiß nicht, ob das Viech jetzt auch wieder ein Eisviech wird. Aber im letzten Mal waren die eben immun gegen unsere Frostattacken. Oder mehr oder weniger immun. Schnappmorsch. Schwäche, Feuer, Stärke, Eis. Alles klar. Es ist also wieder ein Eisviech. Wir können es schocken. Und damit besiegen. Zwei Gegner weniger. Schwäche Feuer, ja? Oh shit. Ja, da ist noch was Größeres gekommen. Das gefällt mir nicht. Eigentlich deine Dinger da oben kaputt schießen. Und das klappt leider nicht so ganz. Aber ich finde es gut, dass dein Kumpel uns noch nicht bemerkt hat. Shit. Okay, ich versuch's mit dem Schock. Damit habe ich euch beim letzten Mal ganz gut niedergekriegt. Oh shit. Puh. Es war nicht so souverän, wie man es machen kann, aber es war doch ganz gut. Was ist denn eigentlich mit deinem Kumpel gewesen, der hier in die Mitte gesprungen ist? Hier, der hat uns komplett ignoriert. Der Verwüster. Der hat uns einfach komplett ignoriert. Jetzt haut er auch wieder ab. Ja gut. Finde ich nur okay. Aber hat es natürlich deutlich vereinfacht, wenn der Typ uns einfach ignoriert und nicht auf uns drauf geht, sondern einfach zusieht, wie wir seinen Kumpel abschlachten. Ich sammle hier mal kurz den ganzen Scheiß ein. Da hat der Part doch keine so große Überlänge, wie ich erwartet habe, einfach weil es zu gut lief. Ja, warte, überbrücken brauche ich das jetzt ja nicht. Überbrücken muss ich doch jetzt eigentlich... Müsste jetzt nicht in der Mitte was aufgehen, was wir überbrücken können? Das war zumindest beim letzten Mal so.
Oder muss ich erst die ganzen Entladungsmasten hier nochmal über... Ich mach... Wenn ich das kann, dann mache ich das einfach nochmal schnell. So, der ist überbrückt. Ah, da kommt er doch. Ich habe das Gefühl, dass wenn du eine Schockresistenz hast... Also. Leck mich am Arsch. Kannst du doch mal treffen, Aloy? Lauf mal kurz hier durch, bitte. Wunderbar. Also gegen die beiden Viecher gleichzeitig zu kämpfen, hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Weil dass wir gegen sie einzeln kämpfen durften, das hat es deutlich vereinfacht. Und damit haben wir die zweite Brutstätte doch deutlich souveräner abgeschlossen als die erste. Vor allem auch deutlich schneller. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Was können wir jetzt überbrücken? Ja, wo steht's? Verwüster Trampler, Panzerwanderer, Schnappmaul und Langbein. Sehr schön. Gegen die meisten davon haben wir noch nie wirklich gekämpft. Oder gerade erst ganz frisch. Gefällt mir also, dass wir die direkt überbrücken können. So, dann gibt es hier unten noch eine Brutstätte. Und dann gibt es da noch eine Brutstätte. Es wird doch aber nicht nur noch zwei geben, oder? Es wird doch bestimmt noch mehr geben. Ich sehe aber aktuell auf der Map nur noch zwei. Und eigentlich haben wir die Karte gekauft, wo alle eingezeichnet sein sollen. Außerdem gibt es hier oben das nächste Jagdgebiet. Ich denke mal, das wird unser nächstes Ziel für den nächsten Part sein, uns zu diesem Jagdgebiet zu begeben. Obwohl, nein, wir schnappen uns jetzt erstens diesen Langhals hier, weil der ist so nah dran und dann sehen wir von dem Gebiet hier auch viel mehr. Das sollte deutlich mehr Sinn ergeben. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.